Jetzt auf Beisler Motorsport. Grand Prix 2, Gran Premio di San Marino, Runde 3 aus Imola. Nach dem Auftaktsieg von Patrick Lang in Bathurst und dem Comeback von Renault und Ferrari in Brünn. Wer kann heute die Pole Position holen und wer kann vor allem heute gewinnen? Kann Ferrari den Schwung von Sebastian Vettels Auftaktsieg in Melbourne heute hier mitnehmen und einen Sieg feiern? Oder sehen wir wieder einen komplett neuen Sieger? Das alles und viel mehr jetzt auf Beisler Motorsport Grand Prix 2, das Qualifying. Jetzt auf Beisler Motorsport. Ja, Grand Prix 2 wird Ihnen präsentiert von Fosters und Rolex. Ich bin natürlich auch mal wieder super vorbereitet und habe natürlich eine Intros geöffnet. Was ist denn jetzt das Intro hier? Ja, grüezi miteinander und herzlich willkommen. War gerade schon eine kleine schöne Outtake reingebastelt jetzt, dass der Ordner nicht gerichtet war. Zu Grand Prix 2, Runde 3, der große Preis von San Marino aus Imola. Ja, wir hätten jetzt wieder ein bisschen Verspätung, aber der Nobi und ich haben ein bisschen über das Formel 1 Rennen getalkt, das ja heute Morgen war. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen, ihr habt es euch auch angeguckt. Denn es hat sich gelohnt, das heute anzugucken. Ich habe auch schon das richtige T-Shirt an. Meine Dienstkleidung auch in Grand Prix 2. Und es hat sich richtig gelohnt, heute Morgen aufzustehen. Ich war auch nicht so verschlafen wie auch sonst. Ich war eigentlich relativ fit, als ich aufgestanden bin. Konnte danach auch noch einmal für 3 Stunden einschlafen. Hätte auch noch länger schlafen können. Aber das geht ja nicht, sonst hätte man es aufnehmen können. Und mit mir dabei, der grinst ja schon wie so ein Honigkuchenpferd, auch wenn es leicht ruckelt, die Übertragung. Novien Armani ist natürlich auch wieder zu Gast. Novien, erstmal schönen guten Tag. Und diesmal sind wir vorbereitet. Ich habe jetzt auch die Ordner geöffnet, Novien. Erstmal schönen guten Tag. Schönen guten Tag erstmal, Michael, und herzlich willkommen live aus dem Autodromo Enzo Idino Ferrari hier in San Marino. Ja, ich habe es ja schon in einem bekanntlichen Tweet schon gesagt. 13 Jahre nach Michael Schumacher gewinnt ein weiterer Ferrari Risti aus Deutschland den großen Preis von Australien im Albert Park. Richtig. The Finger is back. So ist auch der Hashtag des heutigen Tages. The Finger is back. Ja, wir können mal kurz das anschneiden. Ja, denn Sebastian Vettel hat es heute Morgen geschafft und hätte das Auftaktrennen zur neuen Formel 1-Ära 2017 gewonnen. Vor Lewis Hamilton und Valtteri Bottas und der Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari vierter geworden und Verstappen fünfter. Man muss aber auch dazu sagen, es war ein sehr interessantes Rennen. Nach dem Start war ja Hamilton vorne, aber Vettel war eigentlich immer dran. Und Mercedes hat einen kleinen Strategiefehler begangen. Die haben den Hamilton ein bisschen zu früh reingeholt oder ist er im Verkehr hängen geblieben. Und der Verstappen, der ist halt länger gefahren, als es Mercedes gedacht hat und hat dem Hamilton ein bisschen in Suppe gespuckt. Obwohl ich dabei auch sagen muss, ich bin überzeugt, dass ihn der Vettel auch geknackt hätte, den Hamilton. Ich glaube, dass der so locker hätte wegziehen können. Ich war ja schon seit Freitag fest davon überzeugt, dass es einen Ferrari-Sieg gibt. Auch gestern nach der Pole Position war ich trotzdem überzeugt, der Hamilton gewinnt es nicht und er hat es auch nicht gewonnen. Und damit ist zum ersten Mal seit 2013 kein Mercedes mehr als WM-Führender. Denn bisher war ja ich glaube, die letzten 3 Saisons durchweg waren nur Mercedes-Pilote vorne. Entweder hießen sie Hamilton oder Rosberg, Genovien, aber nie ein anderer. Zum ersten Mal seit 4 Jahren führt jetzt mal ein anderer
Fahrer, die Teamwertung mir noch nicht mal angeschaut, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Die zeigen sie auch nicht mal mehr auf Sky. Die haben sie nicht mal mehr gezeigt auf Sky, aber man muss auch sagen, die Einblendung habe ja die meiste Zeit nicht funktioniert. Zwischendrin haben die Farben nicht gepasst, aber der Vettel im Williams und der Hem und der, wer war der Vettel im Williams und Verstappen im Ferrari und solche Sachen. Aber das hatten wir ja, vor zwei. Oder einen gebrauchten Satz, Ultrasoft, obwohl das nicht war. Ja, genau. Und Ding war, glaube ich, hier, der Alonso war plötzlich im Renault oder sowas. Aber das hatten wir vor zwei Jahren auch schon mal, die Einblendung nicht. Das ist immer so typisches Auftaktrennen, die Einblendung. Auch bei der Startaufstellung hat sie gehängt. Das hat mich erinnert, wie damals ein 386er mit Windows 3.11. Der war auch nicht schneller, Mitte der 90er. Aber gut, das wird da im nächsten Rennen auch wieder funktionieren, bin ich überzeugt von. Ich meine, es sind ja nur Einblendungen. Wir haben hier zum Beispiel nur die Grand Prix 2 Lab bei uns. Also, und haben nicht mal diese Einblendungen. Aber wir wissen ja, welche Fahrer wo fährt. Gell? Wir wissen ja, dass der Vettel nicht im Williams sitzt. Obwohl das sicher auch interessant wäre, Vettel im Williams. Aber gut. Oder McLaren Honda. Aber ich glaube, es wird er sich nicht antun wollen im Moment. Und trotzdem ein ereignisreiches Rennen. Es hat mir sehr gefallen. Es hat mich sehr bewegt. Überglücklich darüber, dass Ferrari das geschafft hat. Und ich könnte es mal gerne in die Kommentare schreiben. Also ich bin überzeugt, das Duell heißt zunächst einmal Ferrari gegen Mercedes, Hamilton gegen Vettel. Red Bull sollte man noch nicht außer Acht lassen. Die werden sicher noch dazukommen. Ob sie dann um die WM fahren, wird man sehen. Und ab Platz 4 kann es eigentlich jeder schaffen, außer McLaren Honda, Sauber und das war's ja schon, glaube ich, McLaren Honda und Sauber, gell? Und Haas. Haas wird es, glaube ich, auch schwierig haben. Wird interessante Saison. Müssen wir mal abwarten. Novin, hast du noch ein, zwei Sätze, bevor wir uns mit Grand Prix 2 beschäftigen zu dem Rennen? Ich habe eigentlich mehr hab ich nicht zu sagen, außer dass ich total glücklich bin und mich total gefreut habe. Und hoffe, dass das kein Alleingang von Mercedes wird, aber das kann ich jetzt schon sagen, das wird es definitiv nicht werden, glaube ich, dieses Jahr. Ich glaube, die haben einen richtigen Gegner bekommen jetzt mit Ferrari. Und vielleicht kommt noch Red Bull dazu. Da wird es auch richtig lustig. Das wird auf jeden Fall lustig. Ja, also ich habe es ja schon per Tweet ja schon dazu gesagt. 13 Jahre ist es her, dass ein Deutscher in Australien gewonnen hat, im Ferrari. Und das muss man sich mal hervorheben. 7. März war das, um das genau sagen zu können. 7. März 2004. Ja, die Formel 1 Saison gab damals noch weniger Rennen gehabt als heute. Und dieses Jahr ist ja auch sowieso später gestartet. Die letzten zwei Jahre war es Mitte März. Sowieso sehr, sehr späte Saisonauftakt dieses Jahr. Mit 20 Rennen. 2004 waren es ja nur 17, wohlgemerkt. Also, und kein Deutschlandrennen, aber darüber haben wir auch schon so oft gesprochen, wie ich das finde, dass wir einen deutschen Weltmeister haben und kein Deutschlandrennen, aber das brauche ich jetzt nicht. Genauso wie ich auch nicht erwähnen muss, wie bescheuert ich die Uhrumstellung jedes Jahr finde. Aber auch das brauche ich nicht mehr sagen, weil das ändert sich eh nicht. Von daher ist das ich hoffe, ihr habt alle die Uhr umgestellt und bei euch ist es nicht auf einmal erst 14.32 Uhr, nämlich 15.32 Uhr. Ja, man muss aber bedenken, dass die Uhr umgestellt worden ist. Das haben sie extra noch gesagt am Samstag vor dem Qualifying, dass die Uhr umgestellt wird, dass nicht die Leute Formel 1 Rennen verpassen. Genau, und es gibt ja einige, die das ja leider versäumt hatten, aber nein, das will ich jetzt um Gottes Willen ohne mal bewusst Namen zu erwähnen. Ich möchte auch in dieser Situation ganz herzlich, in diesem Video ganz herzlich den Rainer nochmal ganz herzlich grüßen aus Kerpen. Rainer, beste Grüße und nochmal vielen Dank für das nette Gespräch gestern. Am gestrigen Mittag habe ich mit ihm wieder gesprochen, auch nach einer langen, langen Zeit. War wieder schön und ja, die Grüße gehen auch natürlich auch an den Fanclub aus Heppenheim natürlich raus. Also die haben kann man da eine Partnerschaft sagen, oder wie? Oder ist der Rainer jetzt auch tätig? Nur wenn ist da der Rainer auch tätig? Nee, die machen grundsätzlich vieles. Nee, die machen grundsätzlich vieles zusammen. Der Rainer ist ja vom Michael Schumacher Fanclub. Wie gesagt, die werden ja jetzt fleißig den Mick Schumacher unterstützen in der Formel 3. Auf seinem Weg, dass er irgendwann einmal Formel 1 fährt. Ja, der Fanclub aus Heppenheim, das müsste doch dann der Fanclub Vettelheim sein, oder? Müsste der heißen? Sebastian, genau.
Habe ich hier Und da nämlich ist ja auch die. an meiner Schreibtischschublade nämlich einen Aufkleber von dem Fanclub da Genau. kleben, sehe ich Genau, gerade. und da ist ja auch die Direktorin, die Cindy Jung, die das auch leitet, teilweise überwiegend. Und Der hatte Lovin da auch kenne schon ich ja auch. gesprochen. Nein, mit der noch nicht, aber mit einigen kenne ich ja aus damals mal aus meiner belgischen Zeit, wo ich in Belgien ja war im Urlaub. Deswegen kenne ich da den einen oder anderen, aber ich freue mich, wenn das klappen sollte. Ich habe schon mit Rainer auch darüber schon gesagt, aber dazu komme ich noch ein bisschen in einem anderen Mal dazu zu sprechen. Aber ich freue Wir mich haben sehr ja für auch Vettel, sicher dass er es noch ein geschafft hat. Qualifying. Nobin, wir haben ja noch das Genau. Qualifying, auch da können wir viel besprechen. So, Nobin, weil Genau. wir widmen uns jetzt mal wieder unserem eigentlichen Thema zu. Also auch von mir Grüße an den Rainer. Der Nobin hat mir schon die Kontaktinfo gegeben. Ist wohl besprochen, auch hoffe ich, gell? Und dann wird man auch mal da irgendwann ins Gespräch kommen. Wer mein Kanal-Update gesehen hat, der weiß ja, wie es zeitliche Situation ist. Ich habe da extra ausführlich erklärt, Genovin, in meinem letzten Kanal-Update. Es war einfach wichtig, das einmal richtig zu erklären, wie das aussieht. Denn öfters wird außer der Rennserie andere Videos einmal in Stocke kommen, zeitlang. Aber ich habe es ja da auch erklärt. Ich denke, wer es gesehen hat, das Kanal-Update. Und der weiß mittlerweile, dass ich auch mit dem LKW nicht ordentlich fahren kann und da auch den Le Leute wegrammen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Der Beißler hat sich gebessert. Er kann, außer im Beißler-Mod, da hat es noch nicht so funktioniert, aber da liegt es auch an der KI. Gehen wir mal auf Grand Prix 2 zu sprechen. Und wir haben es mal das echte Rennen angesprochen. Und wir wollen uns mal Grand Prix 2 zuwenden. Und ich denke, wir fangen erst einmal an mit der Streckenkarte, bevor wir dann in der WM-Stand gehen. Und zwar, zack, da ist sie schon, Robin. Da kommt sie, die Streckenkarte. Mit der fangen wir erst mal an, weil ich da die Einblendungen habe. Autodromo, Enzo, Edino, Ferrari, nicht von der Variante täuschen lassen. Wir fahren die 94er-Variante ohne die Tamburello-Schikanen. Ich habe nur die Variante nicht gefunden oder kein gescheites Bild, sage ich mal, was da gut ausgesehen hätte, sage ich mal. Das ist wie mit La und Vancouver auch. Da kannst du froh bei solchen Strecken, wo es gar nicht mehr gibt, kannst du ja froh sein, Owen, dass du überhaupt noch Streckenkarte findest im Internet. Nämlich nicht immer so einfach, findest du nämlich nicht immer sofort alles im Internet. Aber ich denke, jeder weiß, wie die alte Strecke war. Da fehlt einfach nur die Tamburello-Schikane und die Schikane vor der Tosa. Da ging es nämlich früher Vollgas durch. Jetzt hat man es ja umgebaut. Jetzt ist es ja hinten heraus das Vollgasstück bis zur Tamburello-Schikane. Hat man da die letzte Schikane ja 2008 rausgenommen, gell? Also jetzt hat man das Vollgasteil in Imola wieder hingemacht, aber hinten raus jetzt nach der Rivazza 2. So, Autodromo Enzo Edino Ferrari in Imola. Die 94er-Variante. Leider immer, wenn man an die 94er-Variante denke, ist die immer so ein bisschen im Hinterkopf mit einem tragischen Ereignis verbunden. Mich schaudert's ganz ehrlich noch heute, wenn ich mir das Rennen Imola 94 angucke, der Crash vom Senna, da kriege ich immer noch einen Schauder über der Rücke, wenn ich das sehe heute, wie das war. Und ich habe das Rennen nämlich auf einer externen Festplatte. Ich sammle ja Formel 1 Rennen, wer mich kennt, weiß das. Und ich kann es mir auch kaum angucken, das Rennen, weil es mich immer noch schaudert, wie das damals war. Sogar die Original-RTL-Übertragung habe ich. Bei uns in Grand Prix 2 passiert ja Gott sei Dank nicht so viel. Hat aber auch interessante Rennen gegeben, Novien. Gehen wir mal auf die Strecke ein. Und zwar, Novien, du hast sicher mal wieder drei Key Facts vorbereitet, inklusive die Länge der Strecke und den Boxenzeitverlust. Novien, ich gebe dir mal das Wort zu Autodromo Enzo Edino Ferrari. Mille grazie, Michael. Also, die Strecke in San Marino ist 4,933 Kilometer lang, auf der alten Variante bedingt. Und die drei Key Facts sind Aerodynamik, die Balance und natürlich der Topspeed spielt hier eine ganz gewisse Rolle, weil es gibt zwei gute Stellen, wo man das Auto sehr gut einstellen kann, aber auch gut überholen kann. Die beste Stelle zum Überholen ist natürlich ganz klar die Tosa im vergangenen Jahr,
wo wir dabei hier waren, hattest du ja Geburtstag, Michael. Da wurdest du ja unglücklicherweise von Veko aus dem Rennen gerissen. Ja, im letzten Jahr, wir können da Sehr kurz unglücklich gelaufen. anschneiden. Und da gab es ja. Es war eine Domino-Reaktion. Also der Veko hatte damals, genau das Rennen war an meinem Geburtstag, aber ich glaube, ich hätte es lieber am anderen Tag gemacht, im Nachhinein. Aber man kann sich das aussuchen. Also das Rennen war genau, es war der 26. Geburtstag von mir, weiß ich noch ganz genau. Das Rennen hätte ich mir, wie gesagt, anders vorgestellt. Also der Veko hat damals zu spät gebremst, hat da den Hartmann berührt, der Hartmann hat den Schweizer berührt und der Schweizer hat mich ins Kies geschoben. Ich dachte erst, dass der Schweizer mich abgeschossen hätte, weil das wäre auch nicht das erste Mal gewesen in Imola, das hat er nämlich in Saison 1 in McLaren auch schon mal fertig gebracht, mich in der Acqua Minerale Schikane wegzuschießen, auf Platz 3 liegend. Und im Nachhinein ist ja dann erst rausgekommen, dass der Veko diese ganze Kettereaktion ausgelöst hat. Am Ende war es ein 14. Platz für den Beißler. Der Schweizer hat sich da sein erstes Ferrari-Podest gesichert. Der Sieger im letzten Jahr, bis heute auch sein einzigster Sieg, Christian Schwald im Beißler Renault. Das war der Sieger im Vorjahr, bis jetzt sein einzigster Sieg. Wir werden auch gleich im Qualifying nochmal die Frage stellen, kann der Schwalt es dieses Jahr wiederholen? Ich sag's wird schwer, aber dass wir im Qualifying noch Zeit habe, darüber einzugehen, über die Favorite. Wir wollen ja eine vorbereitete Länge ziehen. Sondern Nobien, das war das Rennen im letzten Jahr. Die bisherigen Sieger möchte ich noch schnell erwähnen, bevor du gleich weitermachst. Du hast ja jetzt ja noch den Boxenzeitverlust noch nicht erwähnt. Und zwar Ja. die Sieger davor, die letzten Jahre, Luca Lichtmes in Saison 1. Das war auch bisher sein einzigster Sieg. Also viele haben ihr Erstlingssieg in Imola geholt. Luca Lichtmes in Saison 1. Rocky Bergmann in der zweiten Saison im McLaren. Also Lichtmes im Benetton. Bergmann im McLaren. In Saison. Ne, Quatsch, da habe ich eine Saison vergessen. Luca Lichtmes im Benetton in Saison 1. Dann Valvoric in Saison 2, wenn ich mich noch richtig erinnere. Saison 3 Rocky im Lotus. Saison 3 Rocky Bergmann im McLaren. Im vergangenen Jahr Schwald im Beißler Renault. Und in diesem Jahr, glaube ich, werden wir wieder einen neuen Sieger erleben. Aber was uns das erwartet, nur wenn wir gesagt haben, in der Saison könnte man keine Prognose geben, weil jedes Mal ist was anderes rausgekommen. Norwin, Boxenzeitverlust. Was verliert man heute in Imola beim Reboxenstopp? Weil der könnte ja heute entscheidend wäre wieder. Der kann entscheidend werden, das kann auch sehr heikel werden. 22 bis 25 Sekunden mit rein und rausfahren. Die Rivazza wurde extra hier nochmal mit Tempo-Barriers, also mit den starken Reifen, nochmal erhöht, mit noch mehr Reifenstapel nach dem schweren Unfall von Jannik im vergangenen Jahr, wo er das Auto ganz, ganz böse in die Wand gesetzt hatte. Da war Linus noch Hartmann extra. schied aus auf Platz 2 liegend, genauso wie in Brünn. Da war es der Ölverlust, Genau. da war es ein Motorschaden in Imola. Das waren ja auch die Punkte, die ihm wohl möglich gefehlt haben, um Jannik noch abzufangen letztendlich. Dieser Hartmann, werden wir gleich sehen, steht im Moment wieder auf Platz 2 der WM. Aber da kommen wir gleich noch dazu, Nobin. Also mit Barrieren verstärkt wurde das Ganze. War ein heftiger Unfall. Ich erinnere noch an den Funkspruch, the yellow car looks like a baguette. Also Vom Nico. vom Nico. Und der war schon sehr kaputt. Der Le Gall hatte ja auch eine Handverletzung, konnte in Monaco auch kein gescheites Rennen fahren. Zu Le Gall kommen wir gleich in Meisterschaft dann zu sprechen. Der Weltmeister hat nach wie vor 0 Punkte nach 2 Rennen. Und es gab nur einen Weltmeister in Grand Prix 2, der gar keine Punkte geschafft hat. Der sitzt jetzt hier am Stuhl und dreht sich hin und her. Das war nämlich ich. Hab das. Michael Beißler hat es nämlich nicht geschafft, im McLaren in Saison 2 einzigste Punkt zu holen als Weltmeister. Also ist schon in guter Gesellschaft momentan, der Yannick. Hat schon mal einer geschafft. Leider der Beißler. Aber wenn es einer schafft, dann ist der Beißler. Da kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen, Nobin. Hast du kurze Favorite? Oder glaubst du, oder willst du dich heute überraschen lassen? Bei der Saison kannst du ja echt nichts sagen, weil wir haben gesehen, es Da war würde immer ich anders. mich einfach überraschen lassen. Und ich habe, genau, und dann gab es jetzt noch ein Thema, was auch erst heute
erst bestätigt war, was am Mittwoch auch mächtig für Aufregung gesorgt hat. Und da übergebe ich dir ein paar Worte dazu, was am Mittwoch vorgefallen ist. Ja, du erzählst doch gerade. Kannst du es auch zu Ende erzählen, Ovien? Ja, es gab einen kleinen Brand beim Auto von Steffen. Das Auto wurde rechtzeitig noch gelöscht. Allerdings war auch ein bisschen sein Getriebe in Mitleidenschaft gezogen, aber die haben extra noch ein zweites Getriebe mitgebracht. Wir haben ja nicht das diese Team große hatte das Limitierung. Erst heute bestätigt. Wir Genau, haben ja nicht die Team hat Limitierung. es er genau. Und das Team hat es erst heute bestätigt, dass es wahr vorgefallen ist. Da gab es erstmal Spekulationen, ob er überhaupt fahren konnte, aber das Team hat bestätigt, das ist einsatzbereit, das Auto wurde fertig gemacht. Ich habe das nämlich gar nicht mit. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nämlich gar nicht mitgekriegt. Deswegen, ich sagte, sollst du es erzählen, Obi, weil ich habe so gar nicht richtig mitgekriegt, was da war. Ich habe das erst heute Morgen gelesen. Also ich war am Mittwoch noch nicht an der Strecke. Ich bin erst am Donnerstag angereist. Da war aber die Box von Williams schon wieder neu gemacht. Also ich habe das gerade mitgekriegt. Mir wurde es auch erst heute erzählt, dass da bei Williams im Pfaffinger das Auto halber abgefackelt ist. Brandursache ist auch noch nicht ganz klar. Doch. Also Kabelbrand. Angeblich. Wie bitte? Ein Kabelbrand. Ja, so habe ich es auch gehört. So, hat sich was entzündet am Getriebe. Irgendwie ein Kabel gerissen und das Öl hat sich da entzündet irgendwie. Ist natürlich blöd gelaufen. Apropos Steffen Pfaffinger, wir werden am Qualifier auch kommen. Da gibt es schon Gerüchte und es gibt auch zu Linus Hartmann ein lustiges Gerücht, aber das werden wir mal im Qualifying ansprechen. Ich denke, Novien, wir verlassen mal unser Studio, denn wir gehen mal in den Meisterschaftsstand. Da kann ich das Fenster ruhig mal zuklappen. Ja, wir grüßen auch ganz herzlich im Stream den Sven. Ja, der konnte heute leider nicht nach Imola anreisen als Boxenreporter. Hatte noch wichtige geschäftliche Termine zu erledigen. Unter anderem weiter die 10 Verhandlungen über das STM-Rennen in Reutlingen. Also der Sven engagiert und sich auch da. Und über das Team Opel F1. Ja, der engagiert sich da ganz, ganz arg. Ja, aber der Nico hat zum Beispiel schon ausgeschlossen. Auch das möchten wir kurz erwähnen. Nico Czewicki wird sich zurückziehen bei Sauber und beim C2-Team in der SWC. Also zumindest mal als, ja, wie soll man sagen, als Finanzier oder was er da jetzt war. Er bleibt nur noch Namenssponsor, aber die Anteile, die gehören jetzt dem Heiko Weber oder so irgendwie. Also das Team bleibt weiter unter Besitz von Czewicki, aber er wird sich da nicht mehr engagieren für das Team. Er bleibt jetzt bei Coca-Cola fort. Er will sich nur auf bestimmte Serie konzentrieren. Hat aber schon ausgeschlossen, dass das Team sauber übernommen werden kann von jemand anders. Das wollte ja der Sven machen. Hat es aber schon ausgeschlossen. Die Teams stehen nicht zum Verkauf. Auch nicht für Finger oder für Gerner oder für sonst jemand. Also das ist schon ausgeschlossen. Aber wenn man mal sehen, was der Sven dann machen wird. Denn Lotus mit dem Verkauf, ich gehe davon aus, dass das eine Sache wird, die den Finger interessieren wird. Also ich denke, er wird für Sven schwer. Deswegen engagiert er sich ein bisschen mehr, dass Reutlingen reinkommt, Nobin. Auch da sieht es nicht so gut aus im Moment für Reutlingen, muss man sagen. Kann man so erwähnen, gell, Nobin? Sieht im Moment gar nicht gut aus. Also nicht für 2018, wahrscheinlich erst für 19 oder 20. Wir gehen jetzt mal rein in den Meisterschaftsstand. Ich muss jetzt sogar wieder die geile Rockmusik suchen. Ah, da haben wir sie wieder. Das ist nämlich unsere Klassikermusik in Grand Prix 2. Und die Weltmeisterschaft führt nach 2 Rennen Patrick Lang an mit 43 Punkten. Mein einmal Erster, einmal Vierter. Hat schon 18 Punkte Vorsprung vom zweitplatzierten Sieger aus Brünn, Linus Hartmann. Ist schon ein gutes Polster, oder? Der Patrick Lang schon aufgebaut hat. Hat unauffälliges Rennen gefahren in Brünn und hat sich einen guten vierten Platz geholt. Kann ein WM-Favorit werden, wenn er konstant weiter punktet. Heute ist der erste Härtetest für Audi Novi. Im letzten Jahr waren die auf der Highspeed-Strecke alles andere, aber nicht gut. Da müssen sie heute zeigen, ob sie was dazugelernt haben. Hartmann auf der 2, dem Trauma durchaus was zu. Das den Rolko, ja, das ist dasselbe Spiel. Audi muss heute zeigen. Michael Beißler auf der 4. Novien, können wir heute Ferrari-Sieg sogar sehen?
Also schön wäre es ja schon beim Heimrennen. Und wahrscheinlich ist der Beißler im Moment näher dran wieder mal als der Schweizer. Wo der steht, werden wir auch gleich noch sehen. Bergmann auf der 5. Auch ein BMW-Sieg erwarte ich noch in diesem Jahr. Vor Christian Schwald, der hat ja im Vorjahr bisher sein einzigste Formel 1 Grand Prix gewonnen. Tanja Chirac, starke 7. Daniel Schmutz im Mercedes hätte viel mehr Punkte haben können. Fahrfehler in Führung liegend in Brünn. Hat sich entschuldigt beim Team, aber Mercedes hat gezeigt, sie sind hier auf Augenhöhe, obwohl sie 10 PS weniger haben. Sven Rüttnauer auf der 9 durch den starken 5. Platz in Brünn. Valvoric rundet die Top 10 ab auf der 10. Dann haben wir Grün, Chandragama, Freund, Bär, Charus. Gehen wir mal weiter runter. Weber, Kenny, Slivic, Lichtmes, Pfaffinger, Tobias Bürgi, Joker. Auch der hatte Pech gehabt. Podestplatz weggeworfen in Bathurst mit einem Auffahrer auf Chirac. Motorschaden gehabt in Brünn auf 2 liegend. Das war sehr bitter. Honda hat die Pace, aber nicht die Zuverlässigkeit. Nur wie ein Honda ist immer so ein Thema, ne? Mit Formel 1, oder? In der echten Formel Ja. 1 haben sie keine Leistung. Norwien und hier haben sie keine Zuverlässigkeit. Also Honda und Formel 1 ist immer so ein Thema für sich im Moment, glaube ich. Dann Michael Ford, Stellan Berger und Norwien. Matthias Schweizer letzter mit 2 Punkten. Es geht aber noch ein bisschen schlimmer. Der Weltmeister Yannick Le Gall hat noch gar keinen Punkt, Norwien. Sag mal was Ja, dazu. oder der Matze dritte. ist gefordert, denn der Rückstand zum Beißler beträgt 21 Punkte. 21. Er ist gefordert, So, der Patrick, Schweizer. sind Er es muss jetzt 41. was machen. Und Ja, Yannick ich Le habe Gall ist ja. natürlich auch gefordert, auch wenn der das locker sieht. Aber ich meine, Michael Beißler war bisher der einzigste Weltmeister, der es nicht geschafft hat, überhaupt einen Punkt zu holen in einer kompletten Saison. Ich denke, dass der Le Gall schon noch einen Punkt holen wird. Aber die sind gefordert, die zwei. Vor allem Sind Schweizer. absolut. Mal wieder hinkt da Ja. hinten Beißler zurück. Beißler wird ja nächstes Jahr Teamchef bei Renault in Grand Prix 2. Aber der versägt den Schweizer wieder mal nach alle Regeln der Kunst, Novien. Was kann Matze heute tun? Kann er heute zurückschlagen? Heißt es heute, Schweizer ist back oder heißt es Schweizer der nächste Frust? Teil 3. Könnte ja auch schon eine Das wäre Filmtrilogie sein. Schweizer der Frust, heute Teil 3. im Kino oder sowas. Kommt der dritte Film dazu des Frustes, denn er ist sehr angefressen. Ich bin ja sein Ja. Teamkollege, ich hab mit ihm gesprochen und er macht sich alles andere, aber glücklich nicht. Und übrigens, es ist der schlechteste Saisonstart von Matze Schweizer überhaupt. Noch nie ist Matze Schweizer in allen Rennserien, die SWC ist ja genauso wenig, da hat er noch einen Punkt weniger als hier. So schlecht ist Matze Schweizer seit Jahren nicht mehr in ein Motorsportjahr oder in eine Motorsportsaison gegangen. Das war zuletzt noch in der Formel 3 der Fall, Novin. Da haben wir drüber gesprochen. In der Formel 3 der Schweizer ja nichts gerissen. Da war der eigentlich, da hat man geglaubt, aus dem wird nichts. Und dann ist er hier weghergekommen und hat Rennsiege geholt. Aber dieses Jahr ist ein Jahr, wo der Matze Schweizer bis jetzt in den Mülleimer werfen kann, oder? Also, das hätte er auch lieber nicht angetreten, das Jahr. Sag mal was dazu. Was kann der heute bewegen, der Matze? Matze muss sich einfach konzentrieren und anstrengen. Weil ich habe heute gestern mit Maurizio Arrivabene nach der PK gesprochen. Ich war ja in der PK. Ja, du warst anstatt von den Teamchefs, warst du in der PK. Da ging es übrigens auch um das Thema Christian Schwald. Das werden wir im Qualifying beleuchten, Novin. Da bist du nämlich auch wieder mal gelöchert worden. Da habe ich gerade zwei oder drei Fragen gegeben bezüglich Schwald, Novin. Da bist du gleich voll rangenommen worden und musstest wieder dieses Schwald-Thema beantworten, was eigentlich. Du hast aber wieder schön vertagt, hast gesagt, Leute. In Monza gibt es eine Bekanntgabe, vorher nicht. Vorher wird Genau. sich keine Seite, weder der Und Schwald noch dann Ferrari kam ja noch wir, einer uns dazu aus der äußern zu dem Dingerzettel. Thema. Genau, da war auch einer aus dem ehemaligen Fahrerfeld. Der Tino hatte mir die Frage auch gestellt. Ich habe gesagt, Tino, es ist nichts zu melden. Erst im Monster werde ich was vielleicht bekannt Der geben. Termin ist auf allen Seiten klar. Die Verhandlungen sollen aufgenommen werden im Lauf der Saison. Aber eine Entscheidung wird Ferrari über die Beißler-Nachfolge nicht vor Monza entscheiden. Das ist sicher. Da haben alle Parteien festgesagt, vor Monza hören wir nichts.
Da wird man sich auf das Rennen konzentrieren, auf die Saison. In Monza wird Ferrari bekannt geben, definitiv, wer der Beisler beerben wird. Der Schwalt hat die beste Karte, aber es gibt noch einer, der in den Fokus rückt. Wir werden das aber gleich im Qualifying besprechen. Patrick Lang muss heute konstant punkten, dann kann er weiter vorne bleiben, oder? Die Chancen stehen nicht so schlecht. Gehen wir mal in die Konstrukteurswertung, Novin. Da führt Audi mit 66 Punkte vor Beisler Renault, Novin. Na, die haben sich doch jetzt auf zwei gearbeitet. Was überrascht eigentlich von der Leistung her bisher? War es ja nur in Brünn sehr gut, die Beisler Renault. Und habe jetzt nochmal das 2 geholt. Da haben sie echt stark gepunktet mit 4, mit 3 und 6 oder 3 und 5 war sogar. Mercedes auf der 3. Mercedes hätte Zweiter sein können, wenn der Schmutz den Fehler nicht begangen hätte. Renault, Ferrari, Hyundai, BMW, dann haben wir Honda, Coca-Cola, Ford, Williams, Porsche. McLaren BMW enttäuscht Novin. Wir erwarten da noch Steigerung bei McLaren. Da ist doch noch was möglich. Also bei den Testfahrten damals in Manicur sah das viel besser aus, wie das, was jetzt ist momentan. Lotus, denke ich, muss auch noch was gehen, aber da ist im Moment das Durcheinander, Verkauf ja oder nein. Deutet im Moment wirklich auf den Verkauf und Ausstieg von Lotus hin. Sauber Ford, okay. Gerner Volkswagen Novien, das ist ein Team, das macht uns also wirklich Sorge. Der Joe Gerner ist wieder mit einem gemischten Gefühl angereist. Er hat sogar gesagt, eigentlich hat er Bauchschmerzen, wenn er an die nächste Renne denkt, weil er weiß überhaupt nicht, wo das Auto jetzt steht. Zweimal Vekoma Meyer nicht qualifiziert, das letzte Mal das komplette Team nicht qualifiziert. Fehler in der Entwicklung eingeräumt, Joe Gerner. Also, das Team macht uns Sorgen. Joe Gerner ist im Moment nicht sehr gut zu sprechen, was das anbelangt. Novin, man hat den Eindruck, der Gerner ist froh, wenn es in die STM geht, weil da läuft es ein bisschen besser, gell? Also, hab ich den Eindruck in den Gesprächen mit Joe, dass er im Moment wohl lieber in der STM agieren möchte wie in Grand Prix 2, da läuft es gar nicht. Aber da muss er durch. Wer ein Team, was mal Weltmeister werden will, muss da durch. Und wenn er das so früh wie möglich schafft, der Gerner, kann er die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und dass er das kann, bin ich überzeugt, der Gerner. Norman, was sagst du zu dem Konstrukteurstand bisher? Bis jetzt noch nicht ausschlaggebend, aber Audi natürlich mit einem sehr, sehr komfortablen Polster. Können die es heute ausbauen? Ich mal auch in. Die könnten es sogar ausbauen oder sogar auch ein bisschen verlieren, aber führen können sie trotzdem. Ich habe heute während des Meetings auch noch mit Joe, mit Wolfgang und mit der Senior Gerlach gesprochen, mit der Elena Garcia gesprochen, die ja bei Joe ja auch für das Marketing für Volkswagen zuständig ist, habe ich mit ihr gesprochen. Und ich habe ihr gesagt, das wird für sie eine schwere Aufgabe. Und sie hatte gesagt, dass sie ist ein großer Fan vom Veco. Sie hat viele Rennen von ihm schon verfolgt im letzten Jahr, wo er sehr, auch in Imola. Ja, das Und einzigste Podest sollten wir erwähnen. Joe Gerner, Gerner Volkswagen hat in Imola auch im letzten Jahr hier das bisher einzigste Podest des Teams geschafft. Der dritte Platz vom Weco. Dann noch ein fünfter Platz von Boris in Manicur. Aber in diesem Jahr sind sie, glaube ich, von dieser Wiederholung des Podests etwas weit entfernt, würde ich mal behaupten. Ich glaube nicht, dass sie das schaffe, nochmal auf Podest zu kommen heute. Aber weiß es ja nicht. Ja, ich habe ja ziemlich lange darüber gesprochen. Ich habe auch mit der Ulrike Frank auch gesprochen, mit der Elena Garcia und natürlich halt mit Wolfgang. Zu dritt halt haben wir über ein paar Sachen gesprochen. Die haben ein bisschen so geschmunzelt und gesagt, ja, wir schauen mal, wie es weitergeht, aber wir sind guter Dinge, dass wir auf jeden Fall auch noch Veko nach vorne bringen können, genauso wie Boris. Und ich habe es ja auch schon mehrmals gesagt, für Veko lief das bis jetzt, bisher die letzten paar Rennen jetzt nicht so gut in der WIRL, aber jetzt so langsam hat er Aber sich in der scheinbar doch wieder. STM hat er das erste Ja. Rennen in Spielberg gewonnen, hat also zurückgeschlagen, was wir jetzt vom Schweizer zum Beispiel noch erwarten, hat er da zurückgeschlagen und ist nicht weit weg hinter der Spitze vom Beisler, also ist wieder dran.
Die Strecke, die haben wir schon gesehen. Das ist die Variante, die ist, wie sie original aussieht in dem Spiel hier, die wir befahren. Und dann in 14 Tagen kommt ja schon Monaco. Also auch das wird interessant. Aber ich kann eine Sache nicht bestätigen, Sven. Da muss ich mal einhaken kurz. Sven meinte, dass Fra der Manicur-Grand Prix das letzte Mal ausgetragen wird. Ich glaube es nicht. Ich habe mit den französischen Vertretern gerade eben gesprochen, Michael, und die haben soeben es bestätigt, dass Manicur Der für weitere 4 Jahre bleibt im Grand Prix Manicur Grand 2. Prix ist verlängert worden. Es wurde eigentlich in Brünn schon bestätigt, dass der Grand Prix 4 weitere Jahre bleibt. Also da ist die Information, glaube ich, noch nicht ganz weitergereicht worden an unser Boxengassenreporter, was ich eigentlich eine Sauerei finde, warum der nicht richtig informiert wird eigentlich. Aber Müssen wir mal der wir müssen da mit TV-Regie ihm mal sprechen. fragen, was da los war, warum der nicht informiert worden ist. Denn Manicur ist Aber verlängert worden. was sicher ist, ist auf jeden Fall, ich habe mit Metz gestern telefoniert, Michael. Die haben jetzt bestätigt, dieses Jahr wird Metz das letzte Mal sein und Manicur wird nächstes Jahr in Rotation für Metz Genau, das einspringen. ist auch schon bestätigt. Das STM-Rennen in Manicur ist seit dieser Woche auch offiziell. Nicht nur der Grand Prix 2 Grand Prix, sondern auch die STM wird 2018 in Manicur Station machen. In der Rotation mit Metz. Das ist bestätigt seit dieser Woche. Das ist fest. Also auch das ist schon fix. Bei Silverstone sind wir schon fast mit dem Durchbruch. Die Brexit-Frage, das läuft sehr gut im Moment, die Klärung. Also, aber es ist jetzt nach hinten verschoben worden wegen den Vorkommnissen da, Terroranschlägen. den Terroranschlag da in London, haben wir die Gespräche erstmal verschoben. Aber wir sind auf einer guten Einigung, dass wir auch nächstes Jahr die STM in Silverstone haben werden. Und das ist schon mal Stand der Dinge. Aber wir sind jetzt nicht bei der STM, sondern wieder hier bei Grand Prix 2. Da ist Imola natürlich auch weiter für 3 Jahre bestätigt. Also die Fahrer möchte Imola behalten. Die Teams auch. Für 140.000 Zuschauer heute. Genau, also das Rennen möchte genauso wie Monza bleibt. Ist auch sicher. Und Manicur. Das können wir auch sagen. Und Zandvoort natürlich. Also sind einige Strecken sicher. Ungarn ist ja eigentlich, wo wackelt. Und beim Auftakt, da ist ja Brasilien so gut wie bestätigt. Norwin, bevor wir ins Qualifying gehe, was glaubst du, wer hat heute sein bestes Auto abgeschrieben? Kann Ferrari heute überraschen im Qualifying? Ferrari muss brillieren, ansonsten Insbesondere Matze Schweizer. ganz besonders Matze, aber auch vor allem du stehst natürlich auch im Mittelpunkt, Michael. Und natürlich ganz besonders gab es ja ein Wort, was auch mächtig für Aufregung gesorgt hat. Du hast natürlich dich stellvertretend für Weco gestellt, Michael, mit den Worten Quichero. Und du weißt, was das auf Deutsch heißt, das heißt Schande. Nach der Sache, was letztes Jahr passiert, haben die einige Fans aus San Marino immer noch nicht dem Weco das so richtig verziehen, was im vergangenen Jahr passiert ist. Du hast dich aber stellvertretend für die Fans geäußert und gesagt, der Weco ist noch sehr jung und der kann sich noch entwickeln. Was war dein Eindruck? Da möchte ich dich jetzt noch fragen, bevor wir ins Qualifying gehen. Du hast Also dich ich habe ja den Veko stellvertretend da in für Schutz Weco genommen, weil eingesprochen. für mich ist das Thema erledigt. Das Rennen ist Geschichte, ist ein Jahr her. Interessiert kein Mensch mehr. Ja, ich habe schon gesagt, Leute, seid dem Veko nicht böse. Das ist ein junger Fahrer, ein aufstrebendes Talent. Und der macht jetzt selber gerade eine schwere Zeit durch. Mit den jetzt bisher noch nicht dabei gewesen sein zu dürfen hier in der Saison. Deswegen seid dem Veko nicht böse, verzeiht ihm, sowas kann passieren. Und hab natürlich auch gesagt, Leute, denkt dran, was ich schon für Scheißrennen gebracht habe in den Saisons. Also, man muss da immer auch vorsichtig sein. Und die Fans haben es auch verstanden. Klar, sie wissen, der Beißler hat auch Scheißrennen gefahren in der Vergangenheit, hat da Leute weggecrasht und weggeschoben. Also von daher, es gab auch einige Fans, die es ein bisschen schade fanden, warum ich nicht Teamchef bei Ferrari werde, sondern bei Renault. Aber auch das haben die Fans Verständnis gezeigt und haben gesagt, wir unterstützen den Beißler trotzdem, dann unterstützen wir halt Renault auch mit. Aber im Herzen sind es Ferraristis und die hoffen auf eine Rückkehr
Vom Beisler zu Ferrari, vielleicht als Teamchef irgendwann. Habe einige Fans gehört, die gesagt haben, wir möchten, dass der Beisler irgendwann Ferrari-Teamchef wird, wenn der Arrivabene geht. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Novien. Auf jeden Fall würden die Fans auch den Beisler gerne dann als Ferrari-Teamchef in den nächsten Jahren sehen. Wäre auch eine reizvolle Aufgabe. Ich glaube, Renault ist auch reizvoll genug, da was zu bewegen. Also von daher. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ganz verzeihe, haben sie es im Weco noch nicht, aber sie sind milde gestimmt. Sie werden zumindest den Weco nicht auspfeifen, wie das schon geplant war, dass sie ihn auspfeifen wollte. Aber das werden sie nicht tun. Das haben einige gesagt, okay, das machen wir nicht. Der Ferrari zuliebe machen wir das nicht. Schauen wir mal, wie es aussieht. Gehen wir ins Qualifying, oder? Genau. Ja, können wir anfangen. Können wir anfangen? Ja, der Vorbericht wird eh schon wieder in die Länge gezogen. Steffen Pfaffinger sind wir gerade im Auto. Der Williams, der abgebrannt war am Mittwochmittag. Aber alles wieder okay. Steffen Pfaffinger sind wir gerade bei ihm drin. Zu ihm gibt es das Gerücht. Angeblich soll Pfaffinger in Williams, soll Pfaffinger in Brünn Claire Williams darüber unterrichtet habe, dass er nach der Saison aus der Formel 1 aussteigen möchte und sich der Langstrecke zuwenden möchte und mit seinem Kumpel Eicher dann zusammen 3 Hours nur noch fährt. Kannst du dir das auch vorstellen? Ich glaube, das könnte passieren, weil ich habe das Gefühl, der Pfaffinger will nicht mehr so recht in der Formel 1. Boris Livic ist der Erste, der heute auf Und die ich Strecke sehe fährt. da so mit lauten Tröten für Boris im positiven, weil das möchte ich noch sagen schnell. Boris ist ja bei Ferrari auch der Juniorfahrer, so Richtig. gesehen. Der ist ja Grüße in. noch mal, Grüße natürlich gehen raus an Boris. Natürlich. Hoffe, dass wir ihn auch irgendwann mal wieder hören dürfen, der Boris. Der hat sich sicher gefreut heute über den Sieg vom Vettel als Ferraristi, genauso wie ich. Ja, Boris will heute Ja, die Qualifikation ich denke mal auch mit schaffen. Kimi. Ja, natürlich. Vierter Platz war nicht so schlecht, fand ich. Der Boris möchte auf jeden Fall heute die Qualifikation schaffen. Das ist sein Ziel. Er möchte in diesem Rennen vor deine Heimfans, sage ich mal, weil er ist ja eben in der Ferrari-Akademie. Er könnte bald den nächsten Schritt machen. Ein Wechsel zu Renault. Sollte Hartmann gehen. Beisler wird ihn unbedingt gerne haben. Aber jetzt gucken wir erstmal, was er hier im Gerner Volkswagen leistet. Joe Gerner hat schon. Ist schon ein bisschen mit verkniffener Miene. Was kann das Auto heute leisten, Obien? Wir fahren mal onboard die Runde mit Boris Levitsch mit. Aus Zuchwil, aus der Schweiz. Gebürtiger Kroate. Aufgewachsen in der Ein sehr Schweiz. Fährt sympathischer. aber für Kroatien. Und ich meine, ein Genau. Kroate im Renault. Es gibt einige Fans, die sagen, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, der Slivic im Renault, das könnte mit dem Beisler als Teamchef eine Erfolgsgeschichte werden. Siehst du das ähnlich, sollte es dazu kommen? Kann Beisler-Slivic so ein Erfolgsduo werden hier? Teamchef Beisler und Slivic, ein Duo, was Titel einfahren kann bei Renault. Traust du es ihm zu, Boris? Boris hat das Talent auf jeden Fall auch für Top-Teams. Das habe ich schon mal, glaube ich, schon mal irgendwann zu dir mal In offscreen auch Brünn gesagt, hast du es Michael. schon mal Und ich, gesagt, ja. genau, auch ich habe es dir auch mal privat gesagt. 1,23,8 momentan, Boris. Aber da ist schon der Patrick Lang, der wird die Zeit wahrscheinlich schlagen vom Boris. Ja, 1,23,6. Oh, da fehlt schon 2 Zehntel, Das ist aber aber ist nicht aber im viel. Das ist Rahmen. nicht viel. Oh, ja, als nächster ist Charus, ist dritter im Moment. Rolko auf der 2. 1,23,6. Knapp hinter Lang. Audi scheint bei den Topspeed-Strecken sich verbessert zu haben im Vorjahr. Valvoric jetzt auf der 1. Schwalt im Moment Vierter. Valvoric auf der 1. 1,23,3,82 im Honda. Honda hat die Was Pace, ich aber die da, was ich Zuverlässigkeit sagen fehlte noch. wollte, war zwischen Lang und Reuke, wollte ich noch erwähnen, 7000stel auseinander, die beiden. Und Also dann wieder Hon richtig der eng beieinander. Honda von Valvoric. Honda hat die Pace, aber die Zuverlässigkeit fehlt noch. Hat man Brünn gesehen auf der Highspeed-Strecke. In Bathurst war es ein Fehler vom Joker. Novin Slivic hat das Talent für Top-Teams. Traust du ihm zu, dass er Großes bewegen kann bei Renault, sollte Hartmann gehen und es Beisler gelingen, den Slivic zu Renault zu holen? Kann das Warum ein nicht? Duo der Weil Zukunft werden? Auf dem Weg zu Boris Ferrari irgendwann. Da will ja der Boris auch Boris ist hin. auf jeden Fall.
Boris ist auf jeden Fall ein Mann für die Zukunft, auf jeden Fall. Er ist auch noch sehr, sehr jung. Also das traue ich ihm auf jeden Fall auch. Ich glaube, gerade mal 19 ist der Boris. Wenn nicht sogar 20. Also noch, genau, und er Kenny ist ja noch einer, verbremst der sich und dreht sich in der Zeitrunde, die ist damit kaputt, hält sogar den Weber auf und macht seinem Teamkollege jetzt auch noch die Zeitrunde kaputt. Hier kommt's nochmal. Ja, das ist natürlich, also bei Lotus geht's drunter und drüber. Der Kenny hat so wie hier, Achtung, muss Joker bremsen und da bremst auch der Weber, dessen Runde auch kaputt ist jetzt. Da darf er sich bedanken jetzt. Also man merkt bei Kenny auch, Kenny hat auch keine Lust mehr bei Lotus zu fahren. Also das immer wieder hört man das und das war's, Kenny muss abstellen. Also das Qualifying für den Kenny wohlgelaufen, Q1. Das soll läuft. Ich analysieren? Ja, bitte. Variante Bassa ist es, die letzte Schikane. Eine sehr, sehr knifflige Schikane. Oh, lalala. Und ich sehe Maxi richtig sauer. Zu Recht, ja. Ich kann dir das auch nicht verübeln. Hat gerade im Boxenfunk gesagt, what the peep? Wir wissen alle, was das dann für ein Wort war, was er da ausgepiepst hat. Aber auch verständlich, ich kann es ihm auch nicht verübeln. Richtig, Linus Hartmann, wo wir von Renault sprechen. Und ich sehe gerade Gerard richtig zerknirscht, Gerard Lopez. Der Kenny hat ja mehrfach jetzt in den letzten Wochen wieder betont, er möchte nicht mehr bei Lotus fahren. Dem kann das recht kommen, wenn das Team verkauft würde, kann das dem Kenny recht kommen, weil Novin, dann hätte er offiziell keinen gültigen Vertrag mehr für die neue Saison. Angeblich wäre er am Cockpit bei Gerner interessiert, hat er wohl schon mit dem Joe so ein bisschen geflaxt, sollte der Boris gehen. Der Kenny hat ja mehrfach gesagt, er ist ein VW-Sympathisant, Novin, also von daher würde es ja gut passen, oder? Ja. Und ich glaube, dass der dem Team von Gerner sogar helfen könnte mit seiner Erfahrung. Kenny war immer Vize-Weltmeister, hat 8 Grand Prix gewonnen in seiner Karriere, also sicher ein Mann, der für Gerner wichtig wäre. Rocky Bergmann fährt raus. Novin, was kann von BMW heute kommen? Von McLaren BMW muss ja auch noch was kommen. Von BMW sollte auch noch ein bisschen was kommen. Bisher war das auch noch nicht das Wahre. Da haben die also bei den Tests auch mehr gezeigt. Genauso wie McLaren. Können die noch was zeigen? Rocky. Die müssen was zeigen. Also Rocky steht natürlich ganz besonders in Beobachtung, weil letztes Jahr gab es ja in der Quali so eine Sache mit Matthias. Und da hat sich Matze natürlich zu wild diskutiert mit Rocky nach dem Qualifying, mit dem Aufhalten. Und Rocky ist natürlich gewillt. Muss natürlich auch nach der starken Leistung, die Sven vor 3 Wochen gezeigt hat, so ähnlich brillieren. Es wird natürlich schwierig, aber Rocky, wir wissen alle, du weißt ja, du hast ja, wo ich dich damals gefragt habe, wie du Rocky einschätzt als einer der komplettesten Fahrer, der noch keinen Titel gewonnen hat. Das muss man auch nochmal. Das ist das einzige, der einzige Schandfleck quasi in der Vita von Bergmann, dass der Titel fehlt. Ja, den der Beißler allerdings. Zu dem Titel müssen wir aber auch dazu sagen, den hat ihm auch so ein bisschen der Beißler in Saison 3 mit ruiniert, mit den 2 Crashs, die da waren. Ich denke, dass auch ein bisschen Schuld vom Beißler ist, dass der Bergmann noch keinen Titel hat, sonst hätte der Matze Schweizer nämlich keinen Titel. Gucken wir uns erstmal die Zeit an von Rocky Bergmann im Vergleich zu Valvurik, der wäre virtuell der Pole-Sitter. Wäre die 2. Pole-Position für Honda in diesem Jahr. Joker hat sie ja in Bathurst geschafft. Aber kann der Honda auch einmal eine Renne gewinnen? Das ist die große Frage. Bergmann jetzt schon mal schneller wie Valvurik im ersten Sektor. Ja, die Frage wird aber nebenbei noch sein, Michael, das will ich noch abschließen. Wer fährt durch, wer nicht? Das ist natürlich auch das. Bisher hat, glaube ich, der Pole-Sitter in diesem Jahr noch keine Renne gewonnen. Also muss man auch mal sagen, das ist auch eine Serie in Grand Prix 2. Die letzten beiden Pole-Sitter haben das Rennen nicht gewonnen hinterher. Das heißt, die Pole ist gar nicht so toll. Zweiten Sektor langsamer wie der Österreicher Valvurik. Was wird er jetzt im letzten Sektor auf Start und Ziel zeigen, Rocky Bergmann? Achtung, die Zeit 1:23, 4:57, Zweiter. Da hinten grün, 12. Lichtmess 11, das ist Matze Schweizer Zweiter, 1:23, 4:18. Matze Schweizer muss zurückschlagen, dem fehlt noch ein bisschen was.
auf den Honda, aber er ist zumindest mal dran. Ist Tobias Bürki 13. Michael, das will ich mal fragen. Joker 1,23,4, 5. Chandrakamer 8. Freund 6. Sven Rüttnauer 2. Jan Bürki auf Pol. Jan Bürki auf der Pol jetzt. 1,23,2,59. Auch ein Mann, der im Moment sehr in der Kritik steht bei BMW. Jens Marquardt hält zu ihm. Und jetzt knallt er uns einen hin. Jan Bürki auf der Pol hatte noch nie eine, meines Wissens nach. Rüttnauer 3. Wekomeyer, den müssen wir auch mal im Bild haben. Die Regie hat uns Beißler noch nicht gezeigt. Ist der überhaupt schon mal gefahren, der Beißler? Ich hoffe ja. Wekomeyer zeigt uns die Regie, weil der hat sich bisher noch nicht qualifiziert für ein Rennen in diesem Jahr. Jan Bürki 1. Zweiter mal Worik. Dritter ist dann Rüttnauer, vierter Bergmann, fünfter Schweizer. Das ist im Moment die Top 5. Das wären die BMW-Festspiele, Michael. 1 und 4 wären Top-Resultat. Ja, stell dir mal vor, Jan Bürki gewinnt das Rennen hier in Imola. Wir meinen, vom Schwalt hätten wir es auch nicht unbedingt gedacht im letzten Jahr, dass er hier gewinnt. Aber Jan hat aber noch keinen Grand Prix gewonnen in deiner... Jan hat noch nie gewonnen. Tobias, ja. Oh, 21. Oh, deutlich. Weko muss erneut wackeln um die Qualifikation. Jetzt haben wir Beißler eingefangen. 10. Beißler 10. Schweizer 5. Du hast einen Funkspruch. Michael, du hast einen Funkspruch. Ich habe einen Funkspruch und das hört sich nicht gut an. Hör mal zu. Weko. You have a Gearbox problem. Come in the pits, please. Oh no. Why me? Sorry, Weko. This is the third race with problems. It's not normal. Why? Sorry, Weko. Sorry, we must repair. I'm not sorry. Did shit. Box this lap, Weko. Er merkt den Frust an, dem droht erneut die Nichtqualifikation. Beißler 10. Diesmal könnte der Schweizer den Spieß umdrehen. Qualifikation Sven, vorbei. Wissen, wo er steht, Michael? Das wirst du gleich sehen, Sven. Wenn wir in den Zeitenmonitor gucken. Ich lese es kurz vor. Und ihr seht es jetzt auch. Jan Bürki nach Q1 auf Polkurs vor Valvorik und Sven Rüttnauer. Was ist denn hier bitte los? Starke Leistung, die neue Ausbaustufe von Coca-Cola Ford. Stellan Berger 5. Coca-Cola Ford hat ja eine neue Ausbaustufe des Motors gebracht. Das hat Sven ja in Brünn gesagt, dass das in Imola kommt. Und die scheint zu tragen. Matze Schweizer auf der 4. Rocky Bergmann, Joker, Freund, Schmutz und Beißler runde die Top 10 ab. Vor Chandrakamal, Lang und Rolko, das ist dann doch beunruhigender, als ich gedacht habe. Schwald, der Vorjahressieger. Weber, Bär, oh Gott, bei McLaren, das erinnert ja schon fast an das McLaren-Honda-Team in echt, die Positionen. Also McLaren könnte hier eine Katastrophe ja erleben, so schaut's gerade aus im Moment. Tobias Bürki, Hyundai ist das zu entschuldigen. Dann Luca Lichtmes, Grün, Charus, Wekomeyer. Novien, lass mich doch erst einmal die Ergebnisse vorlesen, bevor du was sagst. Wäre eigentlich mir recht, wenn es in Zukunft mir erst die Ergebnisse vorlesen könnte. Ich sehe es ja auch, Novien. Dann Wekomeyer hat doch die Chance, die Quali. Hartmann, ja, jetzt wieder Flop. Slivage, Ford, Kenny. Gefährlich, gefährdet. Yannick Le Gall gefährdet. Tanja Chirac gefährdet. Und ich glaube, Steffen Pfaffinger, das Auto scheint beschädigter zu sein. Ich würde behaupten, dass der könnte heute nur aufgrund des kaputten, das Auto scheint nicht 100% fit zu sein, sage ich mal. Könnte es für Pfaffinger am Qualifying erledigt sein, das Thema. Und dann wird spannend. Tanja Chirac, der Weltmeister oder Kenny? Ich glaube, Michael Ford und Slivage könnten sich retten. Kenny hat natürlich die Runde weggeworfen vorhin mit seinem Fehler. Gell? Muss das Qualifying beenden. Das darf natürlich nicht passieren. Wenn die andere hinter ihm sich verbessern, ist der Kenny weg im Rennen.
Yannick Le Gall, der Weltmeister, da scheint's, also ich glaube, der Beißler hat hier eine richtige Herausforderung. Ich glaube, ein Rennen top, ein Rennen flop, oder Novin? Also der Beißler ist Freude habe am Renault-Team, das dauerhaft da vorne wieder hinzubekommen. Aber ich glaube, für mich die Überraschung bisher Jan Bürgi, Sven Rüttnauer und Stellan Berger. Das muss man mal, Valvoric überrascht mich nicht, der Honda hat die Pace, nur keine Zuverlässigkeit. Ich hoffe, er hat heute auch die Zuverlässigkeit. Stell dir mal vor, Ja, aber Jan Stellan Bürgi. Berger muss ich auch hervorheben, Michael. Ich habe ihn doch Den muss man gesagt. auch. Jan Bürgi, Sven Rüttner und Stellan Berger sind die Ver Rocky überrascht mich nicht. Das erwarten wir ja schon fast. Beißler ein bisschen enttäuschend. Ja, Mercedes ist an der Grenze. Da merkt man jetzt die 10 PS, die ihnen fehlen auf dem High-Speed-Kurs. Aber sind immer noch gut dabei. Stell dir mal vor, Jan Bürgi oder Sven Rüttnauer gewinnen das Rennen oder sogar der Stellan Berger. Es ist nichts unmöglich in diesem Jahr, liebe Zuschauer. Und ich glaube, weil es so spannend ist, würde ich mal sagen, wir gehen gleich sofort in Q2, um der Spannung weiter kundzutun. Wir sind im Auto von Ottakar Charrúz. Yannick Le Gall, der Kenny und Tanja Chirac. Die drei müssen um den Startplatz fahren, Owen. Ich behaupte, Pfaffinger wird schwer haben, wenn er nicht eine Kracherrunde aus dem Ärmel zaubert, aber ich glaube, beim Pfaffinger ist Auto sehr angeschlagen, so dass der Steffen Pfaffinger wohl Probleme haben wird. Der fährt Oh. jetzt auch gerade raus, Steffen Pfaffinger. Wir geben ihn mal mit. Vorne ist Chevitan Chandraka mal zuerst rausfahren. Wir müssen auf Pfaffinger gucken, das ist ganz wichtig. Und ich höre ein nicht so gutes Zeichen bei Steffens Auto. Hörst du, wie das klappert? Ja, da gibt's Aussetzer an dem Porsche-Motor, aber wie gesagt, das Auto hat einen Kabelbrand, das Getriebe im Williams, das Porsche-Getriebe scheint beschädigt zu sein. Also ob Steffen das Rennen bestehen kann oder ob er überhaupt da hinkommt, ich glaube, heute könnten die beiden Gerner-Fahrzeuge tatsächlich ins Rennen kommen und für Veko wäre es balsam, auch in diesem Jahr zum ersten Mal eingreifen zu dürfen in Grand Prix 2. Denn das durfte er in den ersten beiden Rennen bisher nicht. Und Novian Audi Ja. hat doch noch ein bisschen Rückstand auf der Highspeed-Strecke. Aber sie sind näher dran als im letzten Jahr. Aber in diesem Rennen scheint es einen Überraschungssieger sich anzubahnen mal wieder. Im Vorjahr hat ja der Schweizer er. Imola ist immer ein guter Platz für Erstlingssieger. Ich sag nur Luca Lichtmes und Christian Schwald. Es waren so zwei Beispiele der letzten 4 Jahre. Also könnte hier heute der nächste Erstlingssieger kommen. Und wir würden es all auch im Jan Bürgi gönnen. Der kann den Kritiker beweisen, dass er es doch drauf hat heute. Weil der steht in der Kritik. Da hat man ja auch den Stefan Meyer schon in den BMW reingeschrieben. Aber ich glaube eher, dass der Stefan Meyer wahrscheinlich am Williams sitzen wird, wenn überhaupt. Der ist heute bei Mich. übrigens in der Williams-Box, nur wenn der Stefan Meyer, um das zu erwähnen. Denn Genau, auf und Einladung von Williams ist ja eigentlich Ersatzfahrer bei Gerner, aber Gerner hat gesagt, geh, ist okay. Darfst du machen. Ist jetzt auf Einladung von Williams in der Box. Der Tabellenführer der SWC, du, der von Williams wird ja richtig umworben, Owen, der Stefan Meyer. Die bemühen sich ja regelrecht um den. ja, Stefan hat ja natürlich gute Beziehungen zu Williams und generell auch zu der Rennserie hier. Er war ja schon selber schon ziemlich lange und das auch respektabel erfolgreich. Michael, ich habe eine Meldung, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, dass angeblich dass die Veranstalter von Spielberg in den nächsten paar Jahren überlegen haben, vielleicht den Grand Prix doch etwas nach vorne zu verlegen. Ist da was dran? Und Da ist die nichts, zweite Frage nee, da nebenbei. ist nichts dran, das geht vom Slot her nicht. Das ist, da ist nichts dran. Kann ich Klar, oder anders dementieren. gefragt, die zweite Frage nebenbei geschmissen: Stellan Wie Berger auf stehst der du provisorischen persönlich? Pole im Moment. Wie stehst du persönlich zu einem Rennen auf dem Hermanos Rodriguez, wenn Muss es man mal kommen würde? schauen, wo man es unterbringen kann. Bin mit dem Kalender im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Wenn es noch nicht, also ich würde gern dieses Flugplatzrennen in Portugal, was der Fuchs immer in seiner Edition hat, auch Grüße an der Stelle reinbekommen. Muss mal gucken, welches das ersetzen wird. Und Interlagos ist toller Auftakt. Ansonsten bin ich eigentlich mit dem Kalender rundum zufrieden, was mir für Spa weiterhin leid tut, aber es geht halt nicht anders. Deswegen versuche ich Spa in den anderen Rennserien dann unterzubekommen.
12. Pfaffinger, 1,23. Das wird eng für Steffen Pfaffinger. Stellan Berger wäre jetzt der provisorische Pole-Sitter in Lauf 2. Die Zeiten werden ja dann, die beste Zeit wird ja dann genommen. Erst am Ende werden wir wissen, wie die richtige Startreihenfolge ist. Yannick Le Gall muss zeigen, steht vor Pfaffinger, das ist schon mal gut, aber das ist nicht gut genug für den Franzosen. Der Weltmeister strauchelt. Novien, das Märchen ist vorbei im Moment. Problem. Ja, Stephen, we have a gear problem, gearbox problem, and the MGUK problem. Okay, I come in the box. Le Gall, das Märchen des Weltmeisters Le Gall ist vorbei im Moment, das kann man ganz klar sagen jetzt. Knallharte Realität, er fährt wieder da, wo er früher bei Peugeot mal gefahren ist. Oh je, Yannick Le Gall bricht den Versuch ab, ja, was anders bleibt ihm auch nicht übrig. Oder Kajarus haben wir im Bild, der Tscheche, der ist aktuell 14. Der Joker auf der 4. Und dahinter ihm Luca Lichtmes. Bei McLaren deutet sich auch eine Desaster-Saison an im Moment. Bei den Tests sah das noch harmonischer aus. Christian Freund 8er. Der macht einen recht ordentlichen Job, finde ich. Der ist jetzt bisher immer eine Top 10 gewesen, der Freund. Bergmann auf der 2. Ja. Hinter Berger. Schweizer 3. Hinter Berger. Daniel Schmutz auf der 5. Das könnte eine Verbesserung geben für den Mercedes-Piloten Daniel Schmutz aus Teningen. Gilbert ja, Grün, 9. Morgen fliegen die meisten von Mailand Richtung Brünn. Ja, richtig. Da ist das STM-Rennen. Ist ja eine kurze Strecke. Wir sind ja hier Zentraleuropa. Ist alles relativ schnell erreichbar. Jan Bürki, ja, kann er jetzt einen raushauen? Einige fahren auch sogar mit ihren Dienstfahrzeugen. Ich weiß nicht, ob das so ist, Michael. Ich habe das so mitgekriegt. Also bei dir traue ich es natürlich zu. Du bist ja auch schon mal bis Finnland gefahren. Von Spanien ist ja immer so verrückte Sache gemacht letzte Saison. Ja, aber von Italien nach Tschechien. Ja, das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Nee, also da fährt man bei Österreich und es war schon fast in Tschechien. Jan Bürki, auf den schaut die TV-Regie jetzt, weil der könnte überraschen. Sein Bruder Tobias hat bisher einen Sieg mal geschafft in Saison 1. Kann Jan Bürki auch mal nachziehen in der Familienhistorie, weil bisher ist der Bruder besser. Da hinten fährt der Valvorik raus. Der hat gemerkt, dass der Bürki jetzt auf die Angriff, auf die Jagd geht. Wir bleiben aber bei Jan Bürki. Der hat den Bergmann in diesem Qualifying im Griff, muss man sagen. Aber wer fährt durch, wer nicht? Das ist ja die Frage, die uns ja noch beschäftigen wird. Ich werde übrigens nachher was ausprobieren. Ich werde mal in der Pause das Spiel natürlich speichern und dann mal beenden, um zu sehen, ob er die Startaufstellung speichert, weil ich habe nämlich ab La einen etwas veränderten Modus nämlich vor. Da werden wir das Qualifying vor dem Russland Grand Prix sehen in La und das Rennen danach. Habe ich auch für die STM einen neuen Modus vor. Den möchte ich schon mal ein bisschen vortesten, damit ich weiß, ob ich den Modus machen kann. Was kann Jan Bürki schaffen? Er ist nicht schneller als Stellan Berger, er ist langsamer. Ja, es hängt jetzt davon ab, welche Zeit hat ein Q1 gefahren? Welche Zeit Jan gefahren hat? 1,23,337. Stellan Berger könnte die Überraschung werden. Valvorik geht jetzt auf seine Zeitrunde. Nehmen wir mal den Österreicher hier mit im Honda. Also auch Stellan Berger hat die Chance, hier die erste Pole Position für Coca-Cola vorzuholen. Das wäre auch eine sensationelle Geschichte. Wenn ja, aber auch ein Schlag ins Gesicht für Sven. Also Sven ist ja eigentlich die etablierte Nummer 1 beim Team. Ja, aber nach den ersten beiden Nico gesprochen und er sagte, es gibt bei beiden Fahrern keine Nummer 1 Status. Für viele Experten ist Sven aber nach den gezeigten Leistungen bisher der Nummer 1 Fahrer. Aber Nico hat es richtig gesagt, beide Fahrer haben den gleichen Status. Aber was macht der Österreicher? Valvorik ist ebenfalls langsamer wie Stellan Berger, der Schwede, im Coca-Cola Ford. Das bahnt sich eine Sensation auf der Pole Position an. Also wir werden hier einen Überraschungsmann erleben, aber wer? Das hängt davon ab, wer hat welche Zeit noch in Q1 gefahren. Und das wird dann entscheiden. Weil Vori kann die Zeit nicht knacken, ganz schlecht. Er hatte bessere Zeit gefahren vorhin. Ford
Zwölfter im Sauber, okay, im Sauber. Oh, Patrick Lang! Das ist natürlich auch ein Schlag ins Gesicht. 22. Also Audi doch nicht fähig. Tobias Bürgi, 8. Da wird es nochmal ein bisschen was durchschieben. Kenny, der muss. Kenny kämpft um die Qualifikation im Rennen. Oh, das wird ganz eng für Kenny. Ganz eng. Was macht Veco Meyer? Was macht Tanja Chirac? Und was macht Le Gall? Le Gall droht hier sogar die Nicht-Qualifikation als Weltmeister. Das hat übrigens, wäre Le Gall der erste Weltmeister, der eine Qualifikation zum Rennen nicht schaffen würde. Denn Beißler war ja Spielerfahrzeug in Manowin, bin ja noch selber gefahren am Anfang. Da war man ja immer gesetzt, sonst wäre ich auch nicht qualifiziert gewesen. Veco Meyer kann die Zeit, persönliche Bestzeit grün markiert, heißt persönliche Bestzeit rot markiert, heißt schneller. Veco Meyer hat eine persönliche Bestzeit aufgestellt im ersten Sektor. Aber nicht die absolute Bestzeit. Die wäre rot markiert in der Grand Prix 2 Lab. Langsamer wie Berger, deutlich langsamer, aber könnte ihm die Quali helfen, die persönliche Bestzeit im ersten Sektor. Spannung bei Joe Gerner, Katrin Fleming und Co. Er bricht ab. Veco bricht ab. Das ist sicher nicht gut, jetzt auf die Zeit zu vertrauen. Der Matchplan. Das ist nicht der Matchplan, das sage ich dir. Eine Minute, Veco hat eine Zeit, Chirac hat keine. Da fahren Veco einige zu spät. Veco hat eine Zeit gefahren, 1,24,1. War aber nicht sehr gut. Da haben wir nochmal den Beißler im Ferrari, 9. Für den könnte es auch nochmal nach vorne gehen. Ja, also das Qualifying ist gleich zu Ende. Qualifying ist gleich zu Ende. Veco Meyer hat den Versuch abgebrochen, aber da wäre sowas drin gewesen. Ojoj, das wird eine Zitterkiste jetzt. Wer wird nicht starten dürfen gleich? Und wer hat die Pole? Und wer hat die Pole? Ja, also das ist so spannend wie in diesem Jahr haben wir schon lange. Tanja Chirac fährt, aber ich befürchte, sie kann die Runde nicht zu Ende schaffen. Die ist jetzt nämlich erst rausgefahren und das könnte ein Fehler gewesen sein am Hyundai-Kommandostand. Chirac ist zu spät rausgefahren. Ich kann gerade wieder aufhören. Und jetzt wird spannend. Jan Bürgi hat's! Jan Bürgi Pole! 1000stel vor Stellan Berger! Was ist denn hier los? Funkspruch an Jan Bürgi! Ich mach das mal kurz. Well done, Jan. You have a first ever time for the front on the top. Well done, Jan. 1000stel. Wow, das wow. Absolutely fantastic, Jan. Oh my god. First time pole for me in 5 years Formula One. First time for BMW. Thank you so much. Thank you so much. Oh my god. I hope I can win this race for us. Thank you. Jetzt gibt's noch einen kleinen Seitenhieb dazu noch. Ja. Bitte schön, Valvo, du hast es jetzt nicht geschafft. Du hast mir nicht geglaubt, sagt er doch auf Deutsch. Ja, denn die haben letztes Jahr im Honda zusammen und die Valvo hat ihn ja abgeschrieben. Haben viele abgeschrieben. Auch ein Schlag gegen Rocky Bergmann, denn der wäre eigentlich der Favorit gewesen. Es ist die allererste Pole Position für BMW in Grand Prix 2. Stellan Berger, war das knapp? Meine Fresse. Funkspruch an Berger. Well done, mate, well done, mate. You lost one thousandstel lost the first time pole position for us. What a drive, Stellan. Thank you so much. The car is so awesome, so powerful. I will win this race. Well done, thank you. Und Rocky Bergmann, Startplatz 3, Rüttenauer 4. Ich geh's mal durch, Novin, und bitte dich dabei, mich nicht zu unterbrechen, wenn's geht. Du darfst danach was sagen, Novin. Wir halten die Spannung noch ein bisschen offen, wer fliegt raus, gell, Novin?
Danach darfst du deine Analyse geben. Jan Bürgi hat die erste Pole Position für BMW geholt, nicht Rocky Bergmann, und das überrascht uns. 1000stel vor Stellan Berger. Zum ersten Mal der Coca-Cola Ford in Reihe 1. Der neue Ford-Motor scheint echt eine Powermaschine zu sein. Rocky Bergmann, bester Startplatz. So weit vorne war er zuletzt im McLaren Honda vor 2 Jahren. Also das ist sensationell. Wenn der nicht durchfahren würde, könnte das Rennen gewinnen heute. Muss man auch mal dran denken. Sven Rüttnauer, starker 4. Platz. Aber wird erstmals vom Schweden geschlagen. Valvorik auf der 5. Matze Schweizer mit Startplatz 6. Kann man sehr zufrieden sein. Der hat ein Zehntel gefehlt. Joker wird erstmals von Valvori geschlagen. Da steht es jetzt 2-1 für den Joker. Christian Freund, Tobias Bürgi steht es jetzt auch 2-1 im bruderinternen Duell. Zum ersten Mal kann der große Bruder den kleineren schlagen. Das war noch nie der Fall in Grand Prix 2. Die waren ja auch mal zusammen bei Honda. Michael Beisler auf Startplatz 10 wird vom Schweizer geschlagen. Ist nicht ganz zufrieden, aber die Abstände sind eng. Schmutz 11, Chandragama 12. Wir können sagen, bei Mercedes haben sich die 10 PS, die fehlen, bemerkbar gemacht hier. 13 Michael Ford, 14 Patrick Lang. Das ist nicht gut für Audi, also ist mal auf dem Highspeed-Kursen doch noch nicht so weit. Ja, das könnte noch interessante Meisterschaft werden. 15 Charus, 16 Rolko, 17 Schwald, 18 Hartmann, 19 Weber, 20 Grün, 21 Lichtmess, 22 Bär. Novien für McLaren bahnt sich eine Katastrophensaison an. Ich sehe das komme. Das ist schon das dritte Qualifying, wo es nicht so läuft, wie es sollte. 23 Lückerl, der ist dabei. 24 Meko Meier, Glückwunsch, Meko Meier hat's geschafft und ist zum ersten Mal dabei. 25 Slivich, 26 Pfaffinger, und damit hat Tanja Chirac und Kenny die Qualifikation nicht geschafft. Tanja Chirac, da haben sie sich verzockt bei Hyundai, sie haben sie zu spät rausfahren lassen. Die haben gedacht, die packt das. Tanja Chirac und Kenny. Zum ersten Mal seit Saison 1 in Suzuka ist der Kenny nicht dabei in einem Rennen. Es ist das zweite Mal erst, dass dem Kenny das nicht gelingt. Suzuka in Saison 1 war er im Austrian Ford mal nicht qualifiziert. Aber Novin, da ist er vom Beisler abgeschossen worden in der Qualifikation. Hier hat er das selber hinbekommen. Pfaffinger hat den Williams noch irgendwie reingeprügelt ins Rennen, Novin, aber ich glaube, der wird nicht weit vorkommen, oder? Also den hat er regelrecht reinprügeln müssen. Novin, Kenny und Chirac raus, beide Gerners dabei, der Weltmeister rettet sich rein, genauso wie Pfaffinger. Jetzt darfst du die Analyse dazu geben. Also, ich glaube, das bestätigt alles, was Kenny gesagt hat schon in Interviews. Das sagt schon alles. Der hat irgendwie keine Lust mehr mit Lotus. Noch umso mehr. Keine Lust mehr bei Lotus, das merkt man. Das merkt man irgendwie immer mehr, keine Lust mehr bei Lotus. Genau, und ja, und ich sehe gerade Rouladen zu bei Tanja, Rouladen zu bei Kenny, versteinerte Mieden bei Gerard und Theresa. Das kann ich jetzt schon mal erkennen. Und, ja, mit Tanja Chirac hat man sich verzockt. Theresa Braun hat gerade eben dem Channel vorgesagt, wir haben uns verzockt, wir hatten die Zeit nicht im Blick und habe zu spät auf die Uhr geguckt und habe dann hektisch sie rausgeschickt. Aber da war es schon zu spät, weil man muss ja noch eine Runde, eine Outlap fahren, und die Outlap hat dann nicht mehr gereicht. Und bei BMW kann man es nicht glauben, Jan Bürgi auf der Pole. Und ich sehe Jens Marquardt gerade mit Jan und Rocky so diese, wie man das beim Fußball kennt, wenn das Fußballspiel ja vorbei ist. Diese Jubeltraube, mit, hey, ja. Hey. Genau. Wenn die da so hüpfen. Genau, auch Rocky gönnt dem Jan. Rocky hat ja diese Woche oft gesagt, bitte lass den Jan Bürgi, verheizt ihn nicht. Der Junge sitzt jetzt in dem Team, der hatte noch nie wirklich einen Topwagen gefahren gehabt. Und der hat jetzt ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht. Der wird noch was werden. So ein bisschen der Valtteri Bottas quasi von BMW. Ich speichere es jetzt nochmal. Du hast es auch gesehen, dass es gespeichert ist. Ja. So, jetzt will ich mal was machen.
Hier mal laden. Das ist kleine Test, liebe Zuschauer, denn es gibt einen neuen Modus ab La. Da werden wir dann nämlich größere Pause dazwischen haben. Was wir jetzt hier haben. Ja, nicht, dass der jetzt das Qualifier nochmal fahren muss. Na, sieht gut aus. Also, Nobin, was gibt's dazu zu sagen? Ein spannendes Qualifying. Können wir festhalten. Beende jetzt das Spiel auch mal. Wir gehen in zur Studie zurück. Denn wir kommen ja auch wieder. Keine Angst. Wir sind ja nicht verschollen. Und das Spiel ist ja nicht gelöscht. Wir haben ja gesehen, dass ich es gespeichert habe. Wir gehen nämlich wieder in unser Studio zurück, Nobien. Und Jan Bürgi auf der Pole. Das ist ein Kracher, muss man echt mal sagen. Aber Nobien, die Frage, die wir uns nachher im Rennen stellen, wer fährt durch? Denn wenn der Jan Bürgi nämlich durchfährt, dann hat er wohl das Rennen schon verloren. Denn obwohl, Nobien, ich erinnere nochmal, Christian Schwald gewann im letzten Jahr das Rennen mit einer Durchfahrtstrategie. Also, wenn das Auto das kann, hat er eine Chance. Aber eins ist sicher, Nobin, wir werden heute definitiv wieder eine neue Sieger erleben. Und ich habe es im Gefühl, es wird ein Erstlingssieger vielleicht sogar sein. Vielleicht sogar Sven Rüttnauer. Den habe ich als Geheimtier auf dem Zettel. Und Rocky Bergmann würde ich auf dem Zettel haben. Denn der könnte heute auch das Rennen gewinnen. Und dann wäre der WM-Zweiter, der Rocky. Also in der Saison ist alles möglich. Nur wie eine kurze Analyse zum Qualifying. Es war doch schon eine Überraschung. Das muss man schon sagen, dass das sehr überraschend war. Damit hätten wir nicht gerechnet. Das auf jeden Fall nicht. Also BMW ist on the top. Wieder richtig top dabei. Aber McLaren nicht mit demselben Motor. Ja, das ist macht schon Sorgen. Ein Schlag in die Fresse. Das macht Riesensorgen. Und ich habe gerade mit Zac Brown gesprochen. Er ist auch nicht begeistert, aber Gerard hat natürlich jetzt gerade ein bisschen Kenny getröstet und gesagt, das wird schon wieder. Aber natürlich ist es trotzdem ein Schlag ins Gesicht, weil der vor 3 Jahren noch Vize-Weltmeister war. Er leidet vor jetzt zwei diesen sogar. Ersten Ausfall seit Japan. Saison 1 hast du ja schon gesagt. Ach, Tanja, Kenny. Tut es mir natürlich. Ja, ja. Und für Tanja tut es mir natürlich umso mehr leid, weil sie hatte in den ersten beiden Rennen Qualifying wirklich sehr gut brilliert. Man muss dazu sagen, sie hatte noch in Brünn vor 3 Wochen noch die Pole Position geholt. So schnell kann es gehen. Nein, das war der Tobias Bürgi. Tobias Bürgi hatte die Pole Position geholt. Achso, Entschuldigung. Tanja hatte in Bathurst das halbe Rennen angeführt, richtig. Aber Hyundai ist ein Einsteigerteam. Wir dürfen an der Stelle wieder nicht vergessen, dass Hyundai ein Neueinsteiger ist. Und wenn die dann recht früh auch kennenlernen, wie es ist, wenn man aus der Quali fährt, können die nur wieder was draus lernen. Positiv, Novien. Joe Gerner hat es geschafft, beide Autos zu bringen. Veco zum ersten Mal darf er in der Saison eingreifen. Und ja, für Punkte wird es schwierig, aber zumindest mal sind sie dabei. Joe Gerner ist schon mal ein kleines Lachen. Sie sind jetzt wenigstens mal beide wieder dabei im Rennen, nicht nur einer oder gar keiner. Boris hat am Ende zittern müssen. Le Gall ist immer noch entspannt, sehe ich, obwohl eigentlich die Kacke am Dampfe sein müsste, denn der droht ja erneut wieder keine Punkte mitzunehmen. Scheint dem Le Gall völlig egal zu sein. Er genießt es wirklich nur noch, aber irgendwann musste Le Gall auch mal vom Genießen wieder ans Arbeiten kommen. Denn ich glaube nicht, dass er sich damit zufrieden geben will, nach einem Weltmeistertitel jahrelang noch hinterher zu fahren. Also ich glaube, es ist nicht der Anspruch vom Le Gall mittlerweile. Sag mal noch ein kurzes Abschlusswort zum Le Gall. Zum Schweizer und zu Gerner. Und zum Polsetter Jan Bürgi. Gerner muss sich strecken, aber Hauptsache dabei. Zu Jan absolut klasse, freut mich sehr. Und zu Le Gall wird eine schwere Aufgabe. Kurz und knapp. Das und was sagst du zu Ferrari? Noch ein Abschlusswort für den Vorbericht Qualifying Ferrari. Schweizer ordentlich. 6, Beißler 10. Was geht da? Was geht da heute? Also wenn beide Ferraris eine gute Strategiearbeit haben und vielleicht sogar durchaus durchfahren können, haben sie durchaus auch eine kleine Chance, auf jeden Fall ein gutes Top-8-Ergebnis einzufahren. Aber mal schauen, wie es wird.
Und Owen, die Frage ist mir jetzt gerade noch zwischen reingekommen. Für die 2 Minuten haben wir auch noch. Beisler Renault, Owen, da sieht es gar nicht gut aus. Nicht für dieses Rennen. Also der Sieg vom Schwalb wird wohl nicht wiederholbar werden heute. Was traust du ihnen zu? Du wirst jetzt gleich noch in das Meeting gehen mit dem Bruckert und dem Müller, habe ich gehört. Ein Strategie-Meeting, gell, vor dem Rennen. Was glaubst du, was können die bewegen? Schwalb hat gewonnen mit der Durchfahrtsstrategie. Ich glaube, es wird er dieses Jahr nicht schaffen. Aber was ist möglich? Können die ein paar Punkte mitnehmen? Also nicht so gut laufen das Qualifying. Generell sind die dieses Jahr sehr Qualifying schwach, die Beisler-Fahrzeuge. Das war in der Vergangenheit. Im letzten Jahr hat man 4 Pole Positions geholt. In diesem Jahr ist man weit von überhaupt dem Top-10-Platz entfernt. Nobin, was kann jetzt da die Strategie sein für Beisler? Dass die da zumindest mal ein paar Punkte wieder mitnehmen. Mein viel wird's wohl nicht werden, dass die kriege heute. Ich sage einfach ankommen und fertig und dann mal schauen, wo es dann geht. Also das Rennen, liebe Zuschauer, verspricht Spannung. Wir werden jetzt eine halbstündige Pause machen. Das heißt, um 17:15 Uhr werden wir uns dann wieder einfinden hier zum Rennen. Und das Rennen, das wird es in sich haben, liebe Zuschauer, weil das ist ein Kracher. Also mit der Startaufstellung, zwei BMWs vor zwei BMWs, also BMW, Coca-Cola, BMW, Coca-Cola, Novin, das hat schon in sich, das hatten wir in der Form noch nie. Dahinter ein Honda, der die Pace auf jeden Fall hat. Dann ein Ferrari vom Schweizer, der natürlich gewillt ist, da vorne reinzufahren, am liebsten das Heimrennen zu gewinnen. Und ja, dann haben wir noch hinten der Kampf um die Punkte. Was macht Gerner? Novin, das wird ein interessantes Rennen, oder? Also in dieser Saison hat bisher jedes Rennen gezeigt, dass es Spannung bietet. Glaubst du, das werden wir heute auch erleben? Und knallt's am Start wieder? Werden wieder 3 Autos rausgeschoben wie im Vorjahr? Was wird passieren, Novin? Was erwartest du für ein Rennen? Spannung. Und wir übrigens, in diesem Jahr hat der Pole-Sitter nicht unbedingt das Rennen gewonnen, besser gesagt noch gar nicht. Also, in den letzten Jahren hat der Pole-Sitter nicht unbedingt mehr das Rennen gewonnen. Was glaubst du? Was erwartet uns heute? Es wird, denke ich mal, ein interessanter Abend jetzt gleich sein. Und ich denke mal, dass wir durchaus ein super schönes Rennen in Imola sehen. Und Hoffentlich kann das mit was dem ich. echten Formel-1-Rennen von heute Morgen mithalten. Genau, und was ich so ein bisschen schade ist, der Zuschauerschwund natürlich, das hat natürlich das so ein bisschen auch überschattet. Das möchte ich auch noch nachreichen. Ich habe mit einigen Fahrerkollegen gesprochen, auch mit dir. Und du warst ja auch ein bisschen sehr, sehr traurig, dass ein bisschen das Interesse ein bisschen geschwunden ist, obwohl Imola eigentlich eine klasse Anlage Naja, hat. gut, Imola sind einige Fans weggeblieben, weil sie auf den Veco sauer waren, weil der letztes Jahr den Beisler mit rausgeschoben hat. Aber im nächsten Jahr sollte es dann wieder voll. Also muss Ferrari natürlich dafür sorgen mit dem Rennen heute, dass es auch wieder eine volle Hütte gibt im nächsten Jahr. Das liegt auch ein bisschen an den Ferrari-Fahrern. Da muss was getan werden. Genau, und ab Mitte November, das möchte ich noch schnell loswerden, gibt es dann Karten zu kaufen für die neue Saison. In Richtig, also Brasilien Imo. ist ab August schon der Vorverkauf. Brasilien ist aber noch nicht ganz bestätigt, ist nur noch eine Formsache, aber du hast Aber recht, deutet sich es vieles ist eine darauf hin, aber Formsache, die also haben die schon, die Unterschriften werden dann im Laufe der Saison noch getätigt, das ist eine Formsache, sage ich ja. Und dann geht im August schon der Vorverkauf, der Auftakt, dann zum ersten Mal nach fast 3 Jahren wieder in Brasilien, zum ersten Mal nach 4 Jahren wieder in Interlagos dann der Auftakt. Wird spannend. Freut euch schon mal auf ein spannendes Rennen. 17:15 Uhr für alle, die im Stream sind. 17:15 Uhr geht's dann zum Rennen. Und von daher sagen wir schon mal vielen Dank fürs Zuschauen beim Qualifying. Am Mikrofon war der Novien. Vielen Dank für dich, bei dir fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns um 17:15 Uhr zum Grande Premio di San Marino Runde 3 aus Imola. ich sag mal, bis später und einen schönen Nachmittag hier aus Imola.
17.15 Uhr auf Beisler Motorsport. Gran Premio, die San Marino Grand Prix 2, Runde 3. 17.15 Uhr geht's weiter auf Beisler Motorsport.